Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich spiele für euch World of Goo in dieser völlig automatisierten Automatenwelt. Whatever. Superfuse Challenge Time. Jeder ist ein Gewinner. Was passiert hier? Okay. Ich hab's verstanden. Ja, das ist eine Zündschnur. Kann das einfach machen oder auf die harte Art. In jedem Fall gewinnt jeder, wenn man den aktuellen Online-Umfragen glaubt. Aber manche Gewinner sind größer als andere Gewinner. Statistically Fantastic Sign Painter. Danke, nicht hilfreich. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich machen muss, aber da oben ist auf jeden Fall... Also jedenfalls habe ich hier ein ganz schönes Zeitlimit. Ganz schön fieses, ja, ja. Ach, das wird schön. Einfach nur nach oben bauen. Nur mal eben schnell ein bisschen hier, ne? Kennt man ja so... So, hier, du kommst auch noch mit. Onk. So. Das ist ja noch mehr. Ach du Scheiße. Ich habe genug zusammen. Eieiei. Ich frage, ob ich noch schnell retten kann hier. Nein, das war's. Ach herrje. Das war hektisch. Ein bisschen jedenfalls. Rum. Was eine lustige Explosion. Ja, jetzt möchte ich aber doch mal wissen, was ganz unten auf dem Schild stand. Da gab es nämlich auch noch ein Schild. Da. Ich würde hier raus, wenn ich du wäre, Schildermaler. Hilfreich. Not. Wie dem auch sei. Ich habe 13, ich musste 10. Das reicht aus. Für den OCD wird man wahrscheinlich hier deutlich mehr sammeln müssen, nichtsdestotrotz. Ich möchte ja hier nicht perfekt sein, ich möchte euch das Spiel zeigen. Damit war es das. Auch... Ach komm, eins können wir noch. Sag's drum. Das war ja nun wirklich nicht lang hier. Ne. Yay! Schlag. So... Hier haben wir Upper Shaft. Hier haben wir das dritte Rad. Nehmen wir doch das dritte Rad. Hey, sieh mal da drüben. Okay. Was bist du denn? Hier ist lustig. Slash. Sieht ein bisschen eklig aus. Eine furchtbare neue Art von Goo-Bällen. Es ist die schlimmste von allen. Sie sind sehr selten und als Resultat sind sie sehr einsam geworden. Ich glaube, ich habe online mal irgendwo gelesen, dass wenn sie sich an andere Goo-Bälle dranhängen, dass sie tausende von sogenannten Liebesspitzen ausfahren, die sich in fast jede Oberfläche bohren und nicht mehr loslassen. Die anderen Goo-Bälle versuchen, den Augenkontakt zu vermeiden. Schildermaler. So, also. So. Da müssen sie hin. Ich denke, mal so ganz vorsichtig. Klatsch. Dass wir hier so eine Fahrstuhltentakel haben.
Ne, passt das? Das passt. Steht da. Die hübschesten sind immer die tödlichsten. Ihre Dornen sind mit Gift und irgendwas anderem gefüllt. Der tödliche Schildermaler. So, ich möchte aber hier diese beiden schlafenden Totenköpfe einsammeln. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich sie brauchen könnte. Ich weiß nicht genau warum. So. Das geht dann hier rüber und fällt hier rein. Soweit, so gut. Rumziehen. Schlag. What? Stopp. Wieso geht denn das da oben nicht? Warum geht denn das hier oben nicht? Das habe ich schon alles gelesen. Ja. Oh. Sehr gut. So. Warum geht das denn hier oben nicht? Geht es denn da oben nicht? Oder bin ich einfach nur zu blöd? Ich denke, ich werde das gleich einfach nochmal ausprobieren. Oder auch nicht. Ach so, die hübschesten sind die tödlichsten. Das heißt, da muss ich irgendwie mit den Totenköpfen ran. Es geht hier nicht um das gelbe, hübsche Buh-Dornen-Ball-Dings, sondern es geht um den hübschen Kopf hier oben. Ist nur die Frage. Muss mich wahrscheinlich hier dran hängen. Und diese da. Und dann mit den beiden Totenköpfen rechts und links absichern. Das ergibt Sinn. Auf eine guische Art und Weise gibt das völlig Sinn. Alle rein. Sehr gut. Nein, du nicht. Du. Ja, wunderbar. 15, 16, 17. Auch den darf ich nicht mitnehmen. Oh. Dann müssen wir hier aber einmal umbauen. Damit der Spikey hier dran kommt. Und der hier noch mit. Soll es weggesaugt werden. Jawohl. So, 18 von 16. Wir sind ein paar abhanden gekommen. Aber das macht ja nichts. Es reicht aus. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Doppelfolge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.